Ja, wir melden uns jetzt von der Sanken City und Name ist hier leider Programm, denn die Sanken City, die ist mittlerweile total versunken. Wir sehen es hier, die Donau, die ist hier völlig über alles getreten, kann man sagen. Die Lokale, die sind vollständig unter Wasser. Hier die Boateria, da gibt es zwar einige Boote, die wird das jetzt weniger stören, aber es ist natürlich unmöglich, hier zu verweilen. Und die gesamte Sanken City, die ist momentan leider Gottes unter Wasser. Wir befinden uns hier in unmittelbarer Nähe, gleich neben der Reichsbrücke. Der Regen, der hat zwar etwas nachgelassen, vor allem im Vergleich zum Vortag, aber nichtsdestotrotz ist der Pegelstand hoch und gerade in den Morgenstunden da ist ja das Wasser wieder gestiegen in der Donau und hier im Großraum Wien. Und leider ist davon auszugehen, dass wir solche Bilder auch weiterhin erleben werden. Das Wasser selbst, das ist sehr schmutzig, das ist sehr nass. Wir sehen hier auch, es ist alles sehr, sehr braun eingefärbt, wie man hier erkennen kann. Es wird auch sehr viel Müll angespült, das heißt auch die Aufräumarbeiten, die werden sich dann als äußerst problematisch erweisen, denn es werden hier immer wieder Dosen und alles Mögliche an Mist und an Müll angespült. Das heißt, ja, es wird lange Aufräumarbeiten geben. Hier von der Sanken City auf alle Fälle keine positiven, keine sonnigen Momente, sondern die Sanken City, die ist wirklich versunken in der Donau.